Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und ich zeige euch heute eine ganz einfache und total niedliche Methode, einen kleinen Schmetterling zu machen. Dafür braucht ihr zwei quadratische Papiere. Ich habe hier einmal rosa und einmal rot und ein Stück Pfeifenreiniger. Da reichen ungefähr so 7 bis 10 cm. Da vorne habe ich das Ganze schon einmal in Orange und Rot gemacht. Und ihr seht, das Ganze ist wirklich ganz, ganz simpel. Ihr faltet als erstes einmal ein Blatt in der Mitte, und zwar Ecke auf Ecke. Und dann klappt ihr eine Seite runter, aber nicht ganz. Ihr lasst so ein Stück übrig und faltet wieder zu. Dann nehmt ihr die Spitze, die nach unten zeigt, und faltet sie wieder nach oben. Und dann wieder nach unten. Immer genau bis zur Linie, die ihr hier habt, und wieder nach oben. Dann ist es hier schon vorbei und ich mache es auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Erst nach unten, dann wieder hier bis zu der Kante, wieder nach unten und wieder nach oben. Das wird ein Flügelpaar, entweder die oberen oder die unteren. Und genauso mache ich es mit Rot jetzt auch. Halbieren. Runterfalten, allerdings nicht ganz. Ein Stückchen überlassen. Nach oben. Nach unten. Und wieder nach oben. Drehen. Und nochmal. Und wieder nach oben. So, ich habe jetzt meine beiden Flügelpaare fertig. Diesmal kommt Rot nach unten, habe ich mir überlegt. Und ich lege sie flach aufeinander. Und lege sie erstmal zur Seite. Ich halbiere jetzt meinen Pfeifenreiniger und drehe unten ein bisschen ein. Dann nehme ich die beiden und lege sie flach hinein. Und schließe darüber wieder die beiden Pfeifenreiniger und verdrehe sie. Wirklich alles gut direkt um das Papier herum zudrehen. Die hier so ein bisschen nach oben biegen, wie die Fühlerchen. Und dann die Flügel auseinanderfalten. Reingreifen und die gefalteten Flügel wieder ein bisschen flach drücken, sodass sie sich so auffalten. Und eben wirklich aussehen wie Schmetterlingsflügel. Und dann ist auch mein zweiter Schmetterling fertig. Wie gesagt, ich finde die total niedlich und die sind wirklich super einfach und ganz, ganz schnell gemacht. Und ja, vielleicht habt ihr auch einfach mal Lust, das auszuprobieren. Wie gesagt, ist eine ganz einfache, wirklich sehr, sehr schöne Sache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Ideen, irgendwelche Anregungen oder Vorschläge habt, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Und sonst bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!